Hallo und herzlich willkommen zur neuen Folge von World of Tanks. Heute mal aus der Garage und nicht im Gefecht, denn wir müssen erstmal um die ganzen Änderungen sprechen, die jetzt rausgekommen sind. Und ihr seht auch schon an der Uhrzeit vielleicht, dass das heute sehr früh ist, denn es gibt heute nicht nur eine Folge, sondern viele Folgen hintereinander. Und auch die nächsten Tage kommen jeweils zwei Folgen statt nur der üblichen einen Folge um 19 Uhr. Denn das Update hat uns sehr viele neue Panzer gebracht und auch neue Shop-Sachen, die ich alle gerne zeigen möchte. Plus noch ein paar normale Farmfolgen, die ich voraufgenommen hatte, die kommen natürlich auch noch in den nächsten paar Tagen. Plus neuen Spielmodus, den Ansturm und all bla 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 bla. Na, da gehen wir jetzt Schritt für Schritt kurz drauf ein und dann geht's ins Gefecht. Falls ihr nur das Gefecht sehen möchtet, unten in der Zeitleiste sind natürlich wie immer die kleinen Punkte drin. Ihr könnt auf die Beschreibung aufmachen, da sind die Zeitstempel drin oder einfach hier unten in der Leiste nach vorne spulen. Das ist gar kein Problem. Ansonsten quatschen wir ganz kurz darüber. Ich habe einmal den Lorraine 40T, einen französischen Medium-Panzer. Da freue ich mich extrem drauf. Wollte den eigentlich heute quasi hochladen. Aber dann habe ich gestern gelesen, vorgestern gesehen, bei diesem Update-Video, dass jetzt auch das Update 21.1 kommt. Und dann habe ich gesagt, okay, gut, dann verzögern wir den halt nochmal ein bisschen. Der kommt jetzt übermorgen. Dafür kommen heute die gesamten Panzer des japanischen Jagdpanzerzweiges. Morgen kommt der Panzer, den ich auch schon unten drin habe. Ich muss nur ganz kurz suchen. Der müsste irgendwo hier hinten sein. Da ist er, der TS-54. Das ist der, den man für World of Tanks Plus bekommt. Und dann kommt danach der Lorraine. Und nochmal danach, also in drei Tagen, kommt dann der STA-2. Das müsste hier der Panzer sein. Da STA-2. Jetzt habe ich aber nicht genug Kreditpunkte gehabt für den ganzen japanischen TD-Zweig. Deswegen habe ich jetzt extra bei diesem STA-2, das kann man auch hier nochmal ganz gut sehen, einmal das gesamte dicke, fette Paket geholt, gefechtsbereit, weswegen auch die Crew jetzt hier drei Skills zur Verfügung hat und generell alles halt jetzt ein bisschen krasser ist, ja. Wir haben auch Besatzungsmitglieder jetzt, die wir rekrutieren können, also war alles halt irgendwie dabei, irgendwie so, ne? Gut, das auf jeden Fall schon mal dazu. Das Ganze mache ich aber alles, sobald es erstmal dann soweit ist. Das ignorieren wir jetzt erstmal. Heute, oder beziehungsweise jetzt gerade in diesem Moment, geht es halt vor allem darum, dass wir die japanischen Jagdpanzer auspacken. Aber trotzdem gehen wir noch ganz kurz eben zur Feldpost. Denn auch da gab es einmal hier eine kleine Meldung zum Update 1.20.1, wo gesagt wurde, Zufallsereignisse, bla 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 bla, kennen wir alle schon, braucht man nicht lesen. Wird immer kurz zusammen gezeigt, ne, hier Speereinsatz, bla bla, System verbessert, neuer Zweig, Ansturm, World of Tanks Plus und Sammlung des Battle Passes. Das mit dem Battle Pass würde ich gerne direkt mal überprüfen. Haben wir jetzt wirklich mehr Marken oder habe ich jetzt zu dumm gewesen? Hier ist Sammlung. Okay. Gesammelte Elemente 6 von 13. Da sind nochmal 3 extra Marken. Okay. Cool, cool, cool. Sehr schön. Guck mal, man kriegt jetzt hier die ganzen Sachen dazu. Sehr geil gemacht. Schönes Ding. Auf jeden Fall kriegen wir jetzt mehr Marken und für die Marken können wir natürlich auch Panzer holen. Und auch da gibt es eine Folge, dass wir dann wahrscheinlich, ich weiß es noch nicht, ist nur eine eventuelle Sache, die dann kommen wird, einen Panzer hiervon geben in der Folge 130. Ich kann aber auch genauso gut, das weiß ich noch nicht, das muss ich mir noch überlegen, den Jagdpanzer KP, also Kampfpanzer 3 Projekt 07 HK nehmen, weil den könnten wir uns theoretischerweise dann leisten. Weil wir kriegen ja insgesamt 21 Marken plus die 3 extra, sind wir jetzt bei 24. Nee, warte mal, sind immer noch zu wenig, ne? Wait a second. Habe ich mich jetzt verrechnet? Man kriegt 7 Stück pro Dings, ne? Eben ganz kurz durchgucken. Eine da, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 7 Marken habe ich gezählt. Genau, man kriegt nämlich 21 Marken plus die 3 extra. Dann excuse more, dann muss ich mich nochmal ganz kurz korrigieren. Dann ist es gar nicht möglich, diesen Panzer zu kaufen in diesem Battle Pass. Das heißt, den lassen wir sowieso sein, den Jagdpanzer, Kampfpanzer 3, weil der ist nicht möglich. Und die Cobra interessiert mich überhaupt nicht. Also gar nicht. Dann wird es wahrscheinlich in der Folge 130 einen der hier zu sehenden Panzer geben. Nicht die beiden hier, die sind nicht mein Interessengebiet. Wahrscheinlich den Char Futur, Kunze-Panzer oder AE Phase 1. Vielleicht auch sogar noch irgendeinen anderen, das muss ich dann überlegen. Mal sehen. Aber ich gehe mal davon aus, dass es wahrscheinlich der Kunze-Panzer wird, weil ich da einfach am meisten Bock drauf habe. Gut, okay, das war jetzt genug Vorgequatsche. Dann schauen wir uns jetzt noch mal eben ganz kurz an, was sich denn jetzt hier so alles da getan hat. Punkt Nummer uno, den wollte ich ganz kurz ansprechen.
sollte der ganze Kram hier durch sein mit Ansturm und japanischen Jagdpanzer und alles, dann gibt es übrigens danach auch direkt die nächste Sache, und zwar ein paar kleine Digitationsfolgen und auch kostenlose Panzer. Ich weiß nicht, wie oder wann das passiert ist, aber irgendwie habe ich mittlerweile einige der Fünferpanzer hier, die entweder sehr günstig oder kostenlos sind, weil die Blaupausen fertig sind. Auch bei den Deutschen, der Leopard zum Beispiel, die kosten gar nichts mehr. Und ich weiß nicht, wann das passiert ist, aber irgendwie scheine ich mal ganz viele Blaupausen zu bekommen zu haben. Interessant. Na gut, okay, jetzt aber japanische Jagdpanzer, auf geht's. Honi 3. Und da will ich noch ganz kurz was sagen. Ihr denkt euch auch so, komm endlich zum Partei, Junge. Ja, ich weiß. Aber ihr könnt, wie gesagt, skippen. Nur ich finde es halt deswegen wichtig, kurz zu sagen, weil die Folge heißt jetzt ja Mein neuer Panzer Honi 3. Eigentlich war ich überlegen, ob ich es vielleicht so gestalte wie die Digitationsfolgen. Das heißt, eigentlich wollte ich die Folge nennen Chihe digitiert zu Honi 3. Damit, wenn sich einer die Folge jetzt hier, vielleicht bist du jetzt auch gerade einer, der da gerade zuguckt, irgendwann in der Zukunft, dass das jetzt irgendwie vielleicht zwei, drei Jahre später ist. Und dann googelst du halt irgendwie oder gehst auf YouTube und guckst nach Camper Glitch, World of Tanks, Digitation, Honi 3. Weil du halt wissen willst, yo, wie war mein erster Eindruck von diesem Panzer. Kann ja sein. Ja, passiert. Und naja, das findest du dann wahrscheinlich nicht unter der Digitation. Weil ich jetzt den Titel ja habe, Mein neuer Panzer. Und da war ich ein bisschen überlegen, mache ich jetzt so, dass ich als Digitationsfolge mache, oder mache ich jetzt einfach Mein neuer Panzer? Auf der anderen Seite dachte ich mir, macht es mehr Sinn, einen Mein neuer Panzer-Folge zu machen, wo ich halt nur diesen Panzer zeige, denn sonst hat man jede Folge immer zwei verschiedene Arten von Panzern, und das wäre jetzt gerade nach dem Update irgendwie ein bisschen komisch. Deswegen ist, jetzt die Entscheidung, Mein neuer Panzer heißen die Folgen. Auch zukünftig, alle Panzer, die in Updates neu dazukommen, in solchen Forschungsbäumen, werden logischerweise keine Digitationsfolgen besitzen. Was willst du machen? Ja, so, jetzt haben wir genug gequatscht. Jetzt gehen wir zum Honi 3. Den holen wir uns. Na, direkt schön freigeschaltet. Gegönnt. Und natürlich auch direkt die ganzen kleinen Teile kaufen hier. Na, die gönnen wir uns alle. Da wir schon mal dabei sind, machen wir auch direkt in der ersten Folge, weil die kommen wir heute eher in einem Abwasch, werden wir direkt alles freischalten. Das heißt also auch den hier, nein, nicht die Kanonen anklicken, sondern frei forschen bitte. Auch den hier, auch den hier, auch den hier. Wir werden sie alle auf Elite-Status bringen. Gehen natürlich auch hier weiter. Und gönnen uns jedes einzelne Teil. Der Hori 2, da haben wir den 8er auch schon. Ich glaube, das ist die schnellste Forschungsbaumreihe, die ich jemals gespielt habe. Ich glaube, ich habe noch nie eine Reihe so schnell durchgeforscht. Bin ich ja ehrlich. So, jetzt reicht die Erfahrung schon nicht mehr. Da müssen wir gleich ein bisschen was umwandeln. Aber ich habe ja extra vorgesorgt. Ja, wir haben genug angesammelt jetzt hier. Das sollte funktionieren. Auch wenn das Paket natürlich mitgekauft wurde, ist ja egal wie. Aber es ist auf jeden Fall genug da. So, jetzt müssen wir natürlich ganz kurz gucken, dass wir hier genug freie Erfahrung umwandeln. Das kostet 6.500 Gold. Da bin ich sogar günstiger weg mitgekommen, als ich gedacht hätte. Ich dachte, da gehen mindestens 10.000 bis 20.000 Gold drauf. Aber das ist fein für mich. Ja, nimm dir ruhig von welchem Panzer du auch immer möchtest. Ist mir egal. Selbst wenn, ich hätte eh noch genug zur Verfügung gehabt. Das passt schon. Gönn dir hier. So, und da haben wir den Hori 3. Stufe 10. So. Das auf jeden Fall schon mal dazu. Japanischer Forschungsbaum ist auf Stufe 10. Jetzt kaufen wir uns die ganzen Panzer eben ein. Und da wird es safe zu wenig Geld sein. Aber wir schauen mal. Wir fangen wieder unten an. Ja? Und da haben wir schon das Problem. Mache ich das jetzt mit Crew oder ohne Crew? Weil wir haben theoretischerweise noch einige auf Lager. Also jetzt nicht einige, so, aber wir haben zumindest jetzt hier noch eine oder die andere Option so, ne, so ein paar Panzer, die wir nehmen können. Aber ich finde die eigentlich alle bis auf die Ninja-Tusse hier eigentlich ziemlich langweilig, weil die sind halt absolut nicht passend zum japanischen Panzer, so gar nicht. Deswegen würde ich die da wahrscheinlich mit reinsetzen. Aber dann hat die halt drei Skills und die anderen der Crew halt nicht. Ist auch wieder komisch irgendwie. Und so eine Mischmasch-Crew bin ich immer so ein bisschen schwierig entgegengesetzt. Aber müssen wir mal sehen. Vielleicht nehmen wir die trotzdem rein. Ansonsten, in allen Fahrzeugen, bla bla. Haben wir theoretisch noch die Option, welche umzuskillen. Kann man die vom Land zu Land umweisen? Wenn ja, ändern sich die auch von Aussehen oder nicht? Das weiß ich alles nicht, weil ich das nämlich nicht wirklich oft genutzt habe. Deswegen gucken wir mal ganz kurz nach, sowas wie der dicke Max jetzt zum Beispiel. Ja, da habe ich eine Crew, aber die brauche ich nicht. Wobei, nee, nehmen wir mal einen, der vielleicht irgendwie ein bisschen besser ist.
Ich weiß es nicht, welchen wir genau nehmen können. Scorpion G ist hier. Okay, pass auf, hier ist die Crew von Stück 4 drin. Der hat 100%. Der dürfte ja eigentlich eh nicht hier drin sein, weil der hat ja seine eigenen. Ich gucke nur mal ganz kurz nach. Wir müssen mal eben ganz kurz auf Nummer sicher gehen. Ich will jetzt ja keinen umwandeln, den. Ach, jetzt falscher Panzer. Ach so, nee, da. Mein Gott. Weil der hat ja hier die Frauencrew drin. Genau. Das heißt, eigentlich können wir doch dann hier hingehen und dann seine Crew umwandeln, als Beispiel. Das sind schon mal 4 Personen. Jetzt weiß ich natürlich nicht, wie viele Personen bei den anderen Panzer drin sind, deswegen schauen wir uns ganz kurz an. Der hat jetzt hier eine 6er Crew drin. Der hat eine 6er Crew drin. Eine 6er Crew. 6er Crew. 6er Crew. Und 5er Crew. Okay. Dann will ich es nur eben ganz kurz wissen. Rein in der Theorie. Wenn es natürlich jetzt ein Fehler sein sollte, dann ist das dumm gelaufen. Aber ich will es eben wissen, was passiert, wenn wir den jetzt im Land wechseln. Ja? Der hier würde jetzt zum Beispiel wechseln auf ein. Nee, TD bleibst du ja. Aber. Land kann man nicht wechseln, ne? Weil das Land ist fest, richtig? Oder kann man bei dir das Land auch ändern? Nee, man kann nur das Aussehen ändern, aber das Land ist dasselbe, ne? Man kann höchstens sagen, okay, du wechselst jetzt die Panzerstufe und so um, aber man kann nicht das Land wechseln. Ja, okay. Das ist aber gut zu wissen. Das heißt, die Idee ist eh schon raus, weil dann habe ich hier eh keine andere Crew. Das war ja auch das, der Punkt, den ich mir gedacht hatte. Bestimmt steht das auch irgendwo, ja, keine Ahnung. Aber das muss ich halt erstmal alles selber wissen, ja. Ist ja auch egal. Aber als der Kari rauskam vor knapp einem Monat, da haben mir viele schon gesagt, die nutzen den zum Crew-Trainieren oder zum Crew-Leveln halt, ne? Da dachte ich mir halt eh schon, okay, dann wird es wahrscheinlich nicht funktionieren. Aber zumindest mal selber testen oder zumindest mal gucken, wollte ich auf jeden Fall mal. Ist ja auch egal, ne? Muss man alles erstmal irgendwie erfahren. Gut, dann holen wir uns einfach eine neue Crew dazu, passt ja dann. Aber wenn wir schon mal dabei sind, Gold auszugeben, dann machen wir hier direkt die dicke Crew rein. Haha. So, Panzerakademie-Crew 100% auf geht's. Oder? Ja. Ja. So. Das ist Panzer Nummer Uno. Da haben wir ihn. Sieht ein bisschen komisch aus, muss ich zugeben, wenn man den jetzt mal so sieht. Aber mal sehen. Ansonsten haben wir hier den Hori. Auch mit Panzerakademie-Crew. Und auch da gehen wir nochmal mit dem Hori 2. Übrigens eine absolute Frechheit, wer auch immer dafür verantwortlich ist, ja. Egal, ob es jetzt irgendwie historische Personen sind oder irgendwelche anderen Leute von Wargaming, was weiß ich, wer da schuld ist. Aber wer bitte in der gesamten Menschheitsgeschichte kam auf die Idee, die so rumzunennen? 1, 2, 3, aber in der falschen Reihenfolge. Ah! Ist ja grauenhaft. So, dann Chitu SP, der kriegt aber nur Regimentsschule, würde ich sagen, weil da gebe ich kein Gold für aus. Das wäre irgendwie Quatsch für die kleineren Panzer. Finde ich zumindest. Deswegen kriegen die nur den ganzen kleinen Kram. Plus der Giro. Regimentsschule. Mein Gott, so viele neue Panzer, das werden so viele Folgen, ich sag's euch. Irgendwie freue ich mich auch übelst drauf, bin ich ehrlich, aber boy, wird das viel anstrengende Sachen zum Rendern. Uch. Ich glaube, ich werde den PC heute Nacht anlassen dürfen, du. Safe. So, Honi 3 ist auch mit da drin. Und wir sind fast pleite. Wir werden auf jeden Fall noch Gold umwandeln müssen in Kreditpunkte. Da kommt kein Weg dran vorbei. Denn wir müssen leider alle Panzer komplett hier noch ausstatten können. Das ist aber gar kein Problem, das kriegen wir alles hin. Jetzt gehen wir erstmal hin, machen den wichtigsten Schritt. Und zwar das Äußere. Ja, ist ja klar. Hallo. So. Der hier zum Beispiel, der 10er, der kriegt was Besonderes, ja? Weil einfach so ein Japan-Ding hier draufsetzen, fände ich zu langweilig. Flora, kann man machen, das ist immer ein schöner Skin. Aber wir haben noch bestimmt noch was richtig Tolles, ne? So diese zwei Schrottskins hier lassen wir eh weg. Weg damit. Nee, muss nicht sein. Die ist sowieso hässlich. Und die ist auch nicht unbedingt das Beste. Das heißt, wir haben hier keine vernünftige Tarnung. Das ist natürlich jetzt ärgerlich. Dann nehmen wir dann doch Flora, oder nicht? Weil sonst ist ja, weil so ganz ohne Tarnung finde ich auch irgendwie doof. Dann warten wir, bis wir da vernünftige Skins kriegen, machen aber solange schon mal Flora drauf. Ist ja gerade eh irgendwie runtergesetzt anscheinend. Finde ich gut. Ist ja gerade irgendwie ein Angebot für? Das habe ich gleich mitbekommen. Naja, lassen wir den Standardzeug alles drauf, so passt schon, nutzen wir. Ich weiß nicht, ob wir hingehen können und dann noch irgendwie, wenn wir den drauf machen würden, dürfen wir nicht wirklich aus einer großen Auswahl was nehmen, sondern nur so vorgefertigte Dinger. Das ist das Einzige, was ich daran ein bisschen scheiße finde. Sonst hätte ich mich gerne einen eigenen Schriftzug draufgesetzt oder so. Aber wir nutzen einfach Flora, das passt schon, das ist in Ordnung.
nehmen wir einfach, ja? Bis sich irgendwann ein vernünftiger Skin irgendwie dann dafür breit macht, dann nehmen wir den natürlich gerne. Aber solange es halt keinen vernünftigen gibt, oder ich keinen vernünftigen zur Verfügung habe, nutzen wir einfach Flora auf den Panzern und dann sind wir da ganz gut mit ausgestattet. Nur ist halt das trotzdem wichtig, dass wir überhaupt eine draufsetzen, weil es gibt ja auch diese schönen 4%, die man dafür kriegt, die man mehr dann als Fahrzeugtarnung-Bonus hat. Finde ich immer noch ein bisschen dumm, dass eine Tarnung, die Gold kostet, einen Bonus bringt. Aber wenn man ganz ehrlich ist, es gibt ja auch zumindest hier das zu mieten für 100 Gefechte für 75.000 hat den gleichen Effekt. Trotzdem finde ich es ein bisschen schade, dass Skins tatsächlich einen Vorteil bringen. Wenn es nur für Optik wäre, dann würde ich sogar bei manchen Panzern gänzlich drauf verzichten. Aber naja, machst du nichts. So, ansonsten ist das jetzt unsere kleine Flora-Front. Oh, warte mal. Ich habe Idee. Ich muss kurz gucken. Warte. Jetzt muss ich kurz überlegen. War das der hier? Nein, der hatte gar keinen. Welcher Panzer? War der Panzer, der von mir die Sakura-Blüte bekommen hat? Oh boy, ich habe keinen Plan, welcher das war. Aber so gar keinen Plan. Ach du Scheiße. Oh Scheiße, ich hab's vergessen. War das Sumur? Ja, der war das. Weil der kriegt jetzt natürlich vielleicht den abgezogen. Ich glaube, den können wir dafür gerne nutzen. Da sehe ich mich, glaube ich. Pass auf, dann kriegst du jetzt hier den hier. Können wir den nicht abbauen? Pass auf, machen wir bei dem mal ganz kurz erstmal den hier drauf. Ist ja nur kurz vorübergehend. Dann gehen wir ganz kurz rüber. Und gehen beim Hori 3, dem 10er, der kriegt jetzt nämlich den drauf. Das ist ja viel besser. Hallo, bin ich denn dumm? Ja, Sakura-Blüte. Perfekt. Schön. Drauf damit. Da habe ich gar nicht drüber nachgedacht. Also jetzt schon, aber, ne? Dann gehen wir mit Sumur hin und der kriegt jetzt dann... ja, genau, die Flora. Einfach, komm, hier. Gönn dir. Viel Spaß damit. Das sind ja eh nur Platzhalter-Skins, die Flora-Skins. Nur ganz ehrlich, besser so einen als irgendeinen anderen Schrott-Skin, weil diese ganzen anderen Dinger, das sind alle scheiße. So. Jetzt haben wir die alle voll. Jetzt geht's darum, die auszustatten. Das wird in der ersten Folge ein bisschen länger dauern, aber in den ganzen anderen Folgen gehen wir nur noch auf die Runden selber ein. Hier geht's ums ganze Ausstatten. Wie gesagt, deswegen könnt ihr unten auch skippen, weil sonst wäre das einfach alles schwierig, bin ich ehrlich. Alles schwierig. So, das heißt, wir gehen erstmal hin und rüsten die ganzen Teile alle aus. Bedeutet, wir gehen hin und müssen die Module einsetzen. Beim Hori 3 gibt es keine Module. Beim Hori 1, da schon. Und da müssen wir halt gucken, dass wir die Dinger jetzt erstmal alle reinsetzen. Und da werden jetzt auch viele Kreditpunkte bei drauf gehen, wahrscheinlich sogar mehr, als wir besitzen insgesamt. Und dazu kommen noch die ganzen Teile, die wir da reinpacken müssen. Sprich, die ganzen Zubehöre, Munition, kostet ja auch alles Geld. Deswegen habe ich ja gesagt, ich bin mit ungefähr 20 Millionen, so hier wollte ich herangehen an die ganze Sache. Nur hatte ich die nicht ganz. Ich habe auch ein bisschen viel ausgegeben für andere Folgen, bin ich ehrlich. Aber ganz ehrlich, das ist ja alles kein Problem. Das fügt sich schon alles irgendwie. Das passt schon. Ist natürlich jetzt für den Ersteindruck auch ein bisschen schwierig, weil wenn jetzt jemand gerne wissen möchte, wie die Panzer auf Stockbasis funktionieren, muss ich leider ein bisschen enttäuschen, weil ich zeige dir natürlich nicht auf Stockbasis, sondern alle nur mit vollgefertigten Teilen. Aber generell, Stockpanzer sind meistens eigentlich ziemlich scheiße und ich würde jedem empfehlen, egal ob Free-to-Play oder Pay-to-Play, versuch bestmöglich die Module hier zumindest durchzukaufen. Also mit freier Erfahrung. Weil sonst bist du so im Nachteil, meiner Meinung nach, gerade bei vielen Kanonen, das ist echt insane. So, jetzt haben die alle ihre richtigen Teile drin. Sehr gut. Jetzt kommt bei jedem das Verbrauchsmaterial. So, da krieg ich erstmal das hier, das hier. Und weißt du was, du bist ein Zehner. Der Zehner, der kriegt richtig schön was rein. Du kriegst nämlich den hier. Den hier. Und jetzt ist die Frage, weil du bist ja ein TD, eigentlich brennst du nicht so häufig, da würde ich lieber 10% Besatzungsvorteile nehmen, also Onigiri. Viel Spaß damit. Der Neuner, der wiederum kriegt von mir auch das Dicke. Der kriegt auch das Dicke. Du aber, ab Stufe 8 und abwärts, da gibt es nur noch das normale Verbandszeug und Erste-Hilfe-Kästen. Aber von mir aus auch Onigiri. Wobei, so oft spiele ich die Panzer eh nicht, ne? Ich weiß noch nicht, wie oft ich die spielen werde. Muss ich dann selber sehen. Weil eigentlich habe ich schon Bock auf die. Ich bin jetzt gerade nur im Abwägen, ob es Sinn macht, wegen Kreditpunkten, da nicht vielleicht doch lieber die dicken Dinger reinzunehmen.
Weil wenn ich den jetzt halt nur irgendwie fünfmal pro Monat spiele oder so, sage ich jetzt mal, dann ist es eigentlich auch egal, wo die Dicken nehmen. Auch wenn die 20.000 kosten jeweils. Ist ja nur eine Frage der Kosten. Aber weißt du was, bei dem Zweig machen wir es mal so, weil es ja kein Forschungsbaumzweig ist, den ich ein paar hundert Mal spiele, sondern nur ein paar Mal zum Spaß spielen. Das ist quasi so ein Panzer, den wir so lange hier drin lassen, bis ich keinen Bock mehr für ihn habe. Da können wir ruhig die dicken Teile reinbauen. Dann ist das okay. Dann kriegen die alle das rein. Auch der Stufe 5er. So, das auf jeden Fall. Ach ja. Dann gehen wir hin und packen jetzt erstmal über Munition rein. So, generell Durchschlagskraft. Ich kenne die Werte alle nur so bedingt, ehrlich gesagt. Also nur ganz, ganz wenig, das, was man im Video gesehen hatte. Ansonsten kein Plan. Schaden ist auf jeden Fall schon mal echt in Ordnung, finde ich. Durchschlagskraft ist auch cool. Ist auf jeden Fall ein okayer Wert alles, ne? Das ist super. So, ich glaube, mit dem Jagdpanzer nehmen wir vielleicht davon nur maximal 5 mit. Wir machen hier mal nur die Hälfte ungefähr. Gehen da auf die Hälfte. Oder wir verzichten auf den komplett, weil ganz ehrlich, ich glaube, das werde ich mit denen eh nicht nutzen. Machen wir 20-20. Ja. Dann du. Du bekommst. Auch 20-20? Da ändert sich nichts hier wirklich dran. Hast ein bisschen weniger Schaden nur. Also, so viel schlechter bist du gar nicht. Hori 2 kriegt ebenfalls 2020. Wenn das hier so angeboten wird mit einem glatten Summen hier, dann nutzen wir es auch. Ich weiß, HE-Granaten sind für viele echt sehr gut und ich weiß auch, dass die sehr stark sind. Nur ich nutze die halt so selten und bin damit tatsächlich noch nicht so gut, das einzuschätzen, wann die wirklich was bringen. Außer es ist jetzt irgendwie ein Scout oder Medium. Da bleibe ich lieber bei meinen Munitionsarten, die ich kenne und weiß, dass ich damit auf jeden Fall treffe. Also durchkomme oder zumindest sehr wahrscheinlich Schaden mache. Aber ansonsten würde ich auch HE reinmachen. Gibt ja immer mehr Panzer, wo ich das sogar schon versuche, das mit reinzusetzen. Aber muss jeder selber für seine Panzer entscheiden. So, und noch beim Fünfer. Ach, guck mal, der hat als einziger ein bisschen mehr Munition drin. Guck mal, bei denen zum Beispiel finde ich jetzt sogar jetzt ordentlich, bei denen können wir es so machen. Einfach weil das passt zahlentechnisch auch schön zusammen. Gut, dann Zubehör. Und da wird es jetzt richtig teuer. Perfekt. Und ich bin ganz ehrlich, ich hatte ja gesagt gehabt, mit ungefähr 20 Millionen können wir rechnen, wenn das Update rauskommt. Ungefähr 20 Millionen ist das, was wir brauchen, um die gesamten Sachen alle kaufen zu können. Wir haben jetzt so gesehen nur noch knapp 3 Millionen, die wir ausgeben dürfen. Dann wäre ich über meinen gedachten Wert. Und ich glaube, das erreichen wir locker. Naja. Was ich hier genau reinsetze, bin ich ehrlich, weiß ich noch gar nicht so richtig. Also ich denke mal auf jeden Fall wahrscheinlich Lüftung, Ansetzer, die beiden finde ich schon fast Pflicht. Und ich gehe mal von verbesserter Zielführung aus. Oder? Also ich würde jetzt, glaube ich, dann das, das und das einbauen. Bei allen eigentlich. Weil das ist das, was ich beim Jagdpanzer eigentlich immer ganz gut sehe. Ich meine, ich habe es ja auch hier beim Jagdpanzer E100 eingebaut. Das ist immer das, wo ich sagen würde, yo, das ist eigentlich eine coole Sache. Weil die Vents finde ich generell sehr gut, weil es halt auf alles irgendwie ein Prozent gibt. Ansetzer ist sowieso meiner Meinung nach eins der geilsten Zubehörer und einen kleineren Zielkreis hat sich bis jetzt immer bezahlt gemacht. Und ich glaube, das habe ich auch bei jedem meiner Jagdpanzer drin. Ich bin mir jetzt gerade nicht sicher, ob ich das bei anderen auch irgendwie so. Ah, nee, stimmt nicht. Bei der Stufe 4, da habe ich mich für die Scherenfernrohr entschieden, weil es eine Stufe 5er war. Genau. Deswegen bei dem wahrscheinlich auch. Nee, bei dem habe ich damals noch die Zielführung reingesetzt. Das ist immer so ein bisschen abhängig, aber meistens haben die Jagdpanzer mir diese drei Dinge drin. Aber natürlich kriege ich hier noch den an, den ich nicht spiele. Perfekt. Aber ihr seht, das sind immer die drei Dinge. Da müsste ich, glaube ich, auch nochmal bei den anderen gucken, ob ich mich das irgendwo mal anders entschieden hatte. Super Hellcat hat, glaube ich, nichts drin. Doch, ganz interessantes Zeug. Wieso habe ich das bei dem nochmal gemacht? Ach ja, genau, weil das war für die 100. Folge. Da stand mich drin, dass es das wichtig ist, dass da. Ach, ist doch egal. Müsst ihr euch dann selber irgendwie durchgucken. Irgendwie gibt es zu allen Sachen, die ich hier einbaue, immer so einen kleinen Gedankengang, den ich aber monatelang dann irgendwie vergesse. Nach Monaten oder nach Wochen vergesse. Haben wir noch ein gutes Vergleichsbild hier? Ja, guck mal, der erste PTK. Bei denen hatte ich dann noch das reingebaut gehabt. Ja, ist von Panzer zu Panzer unterschiedlich. Ich bin selber überlegen. Wenn es sowieso so ähnlich spielt wie die Deutschen, so haben die es zumindest in den Trailer immer gesagt,
dann würde ich den, glaube ich, auch so ausstatten. Aber ich gehe trotzdem jetzt mal ganz kurz hin und google einfach nach, was die Leute genommen haben. Einfach nur, um mich nochmal gegen zu sichern, ja? Nicht, dass ich das so mich davon beeinflussen lasse, aber einfach nur, um zu wissen, ob meine Entscheidung in dieser Hinsicht richtig dumm ist oder okay ist. Oder weißt du was? Ach, weißt du was? Drauf geschissen, wir bauen die einfach ein. Warum so lange drüber nachdenken? Einfach Lüftung, Ansetzer und das hier. Passt. Oh boy, wird das teuer. Weiß ich nicht. Aber noch ein Paket kaufen, nur für Kreditpunkte? Weiß ich auch nicht, Mann. Ach komm, wir haben ja gerade Gold. Ach, drauf geschissen. Schwierige Geschichte, bin ich ehrlich. Oh Gott, Mach's gut, mein liebes Kann man das bitte rauszensieren? Das ist ja schon eine Schandtat. Ach du Scheiße, Ich hab mit gerechnet, wenn ich ehrlich bin, aber weiß ich nicht, Mann. Ah, die sind andersrum. Ah, die sind wenigstens auch ein bisschen günstiger, weil jetzt bei Stufe 7 gekommen sind, aber trotzdem. Oh. Allein die Crews fand ich ja schon teuer, wenn ich ehrlich bin. Naja. Vor allem da, ich erinnere mich noch ganz genau dran, in diesem einen Update-Video zu 21.1 meinte einer, hey, warum ist das relevant, dass die Crews jetzt nicht mehr 50 und 75% haben? Das ist doch eh scheißegal. Ja, gerade alleine ich habe jetzt hier gerade eben für diese Panzer hier entspannte, für die habe ich 75% genommen, ne? Nur bei denen habe ich 100% genommen, ne? Das sind 3600 Gold. Ah. Ja? Ekelhaft, da kommt der auch noch. Eieiei. Ja, die bin ich ehrlich, das tat weh. Aber jetzt ist es geschehen, jetzt ist es rum. Meine ganzen Ressourcen oben sind alle jetzt wieder RIP. Machst du nichts. Ist aber nicht so wild. Wir werden eh nochmal, weißt du was, ein bisschen müssen wir eh nochmal umtauschen. Komm, gönnen wir uns nochmal ganz kurz die 667 für Reparaturkosten und Munitionsnachschübe, weil sonst kommen die Panzer gar nicht richtig durch. Dann sind wir jetzt auf jeden Fall wieder beim glatten Goldwert und haben noch ein bisschen was auf Reserve. Du Scheiße! Das hat ja nicht mal ansatzweise mit den 20 Millionen gereicht, da sind wir locker noch drüber gewesen. So, das war jetzt fast eine halbe Stunde. Dummes Gequatsche über die ganzen Sachen, die hier alle passieren. Jetzt geht's um das Gefecht selber. Das heißt, holen die drei. Auf geht's. Nein, warte. Geht's nicht. Crews. Die sind ja alle bei 100%. Da müssen wir schon ganz ehrlich bleiben hier und müssen noch ganz kurz eben über Waffenbrüder reinzimmern. Weil auch da gibt's jetzt ein schönes Update. Man kriegt ab jetzt ja immer, egal wo die bei der Prozente sind, den Bonus, so viel wie der Prozentsatz halt ausmacht. Ich meine, klar sind jetzt natürlich trotzdem 0%, aber das bringt jetzt sofort was. Und das finde ich gut. Das machen wir jetzt eben ganz kurz bei allen Crews. Wäre natürlich cool gewesen, wenn wir jetzt schon direkt die neuen Skills gehabt hätten, aber leider ging das Update dann nicht richtig durch. Oder zumindest, na, hätten sie ja trotzdem anpassen können. Das ist ja alles eine eigene Diskussion, da habe ich schon lange genug drüber gequatscht. Aber ich hätte es jetzt schon cool gefunden, wenn wir direkt die richtige Crew reinsetzen hätten können. Haben wir jetzt mich leider nicht. Naja. So, Waffenbrüder. Ganz viel Brüder. Ganz viel Waffenbrüder. Ach ja, weißt du, was auch noch cool wäre, wenn man sowas wie Waffenbrüder so, oder so die ganzen Gruppenskills auch anklicken könnte und sagen könnte, yo, bild die bitte für alle Crewmitglieder aus, dass halt jeder seinen freien Slot benutzt, um den jetzt zu dingsen. Dann, weißt du, diesen Skill. Das wäre auch noch cool. Und bevor ich das vergesse, der hier kriegt noch Besatzungsbücher. Ich habe da nämlich noch so ein paar. Das hier macht natürlich keinen Sinn, weil es nur auf eine einzelne Person geht. Das möchte ich nicht. Wir machen aber alle ein bisschen größer hier. 100.000 Erfahrung für jedes Mitglied und natürlich die paar Broschüren. Dann haben die zumindest schon mal Waffenbrüder fast voll. Mehr ist nicht drin, das weiß ich, aber naja, immerhin. Na, immerhin. Und das hier heben wir uns für irgendwas anderes auf dann, ne? Weil das... Ich finde die rechten Bücher mit diesen 850.000 Erfahrungen sowieso scheiße, weil es halt nur für ein Mitglied gilt. Das ist irgendwie voll enttäuschend.
Ich meine, ja, es ist auch irgendwie ein Bonus, aber dann bräuchtest du rein theoretisch für diesen Panzer 6 Bücher, dass sich das auch rentiert, weil sonst hast du halt eine unausgeglichene Crew und das ist ja schon wieder scheiße. So, jetzt haben wir genug gequatscht, genug ausgebildet, genug Sachen gemacht. Jetzt nehmen wir den Honi 3 und gehen in unser erstes Gefecht mit einem der neuen Jagdpanzer. Ja, wenn er denn eine Runde finden würde. Ey, komm, Kumpel, wir haben 22 Uhr. Jetzt tu nicht so, als würdest du nichts finden. Außenposten. Schön. Boah, schon davor, du bist hier Stufe 4er. Hätte ich ja schon keinen Bock, ne? Überall nur Chihä. Ist ja witzig. Honi gibt's auch 3 Stück, da 2. Boah, ich, Junge, Junge. Ich meine, ja, war zu erwarten. Ich bin mal gespannt, wie viele es auf Stufe 10 gibt. Also die Leute jetzt alle Chihä spielen, das finde ich witzig, weil das hätten sie auch schon vorher machen können. Naja. Ja, ansonsten Stufe 5, weiß ich nicht, ob wir jetzt da schon drauf achten sollen, wie ich die am besten spielen möchte. Weil ich dachte mir halt, ich spiele den halt, den Zweig so ähnlich wie den deutschen Jagdpanzerzweig. Aber die Stuck zum Beispiel spiele ich meistens eigentlich immer eher, oder zumindest versuche ich das, ein wenig aggressiver zu spielen. Ich glaube, das versuche ich jetzt hier auch ein bisschen umzusetzen. Ob das eine kluge Idee ist oder nicht, das sehen wir dann alles. Müssen wir mal gucken. Ein bisschen rumprobieren, weißt du? Es geht in den ersten Folgen von den ganzen Panzern ja sowieso nicht darum, dass wir uns angucken, wie sie mit... Boah, angenehm. Dass ich direkt weiß, wie man das am besten spielt und wie es alles perfekt ist. Sondern ich will es ja selber erstmal den neuen Zweig ausprobieren. Gucken, ob was funktioniert oder nicht funktioniert. Kann ja auch gut sein, dass man die auf eine ganz, ganz andere Art und Weise spielt, wie jetzt die Deutschen. Weißt du? Das will ich dann alles ein bisschen selber rausfinden und mich nach und nach über die verschiedenen Gefechte hinweg anpassen. Aber bis dahin, erstmal ausprobieren und schauen, was sich so lohnt und was sich nicht lohnt. Okay, der simpelt schon halb ab da unten. Der wollte da hoch, hat es nicht ganz geschafft. Und ist abgesoffen. Das ist natürlich sehr ärgerlich für dich. Passiert im Besten. So, und schön hinter die Seite gesetzt. Das ist immer eine schöne Sache. Wir müssen hinter den Hügel fahren, bevor die Artillerie hier hinzielt. Der müsste aber jetzt schon RIP sein, wegen dem T6 Medium. Ja, vielleicht fährt er nach vorne, wir können absnacken, aber ich glaube nicht dran. Ja. Na gut. Wir werden übrigens bei den ganzen neuen Panzern nicht 2 Runden machen. Wir werden da übrigens immer bei 3 Runden pro Folge sein. Was ich so einen ungefähren, vielleicht sogar 5. Ich bin mir noch nicht ganz sicher. Nur 5 Gefechte, weiß ich nicht, ob ich das zeitlich alles schaffe. Das sind 6 Panzer, jeweils 5 Dinger. Das wären dann halt 30 Runden. Das wäre schon echt eine knackige Aufnahmesession. Ich glaube, 3 Runden macht ein bisschen mehr Sinn tatsächlich. Wir machen, glaube ich, 3 Runden. Dafür aber dann auch vielleicht irgendwie in der Zukunft mehrere Folgen dazu. Vielleicht müsste es ja auch alles irgendwie rendern können, weißt du? Und 5 Runden wären dann locker schon mindestens eine halbe Stunde. Mindestens, wohlgemerkt, eine halbe Stunde. Wahrscheinlich sogar eher so eine Dreiviertel bis Stunde. Na komm, zeig den Sichtschlitz. Komm, fahr ein Stück zurück. Nur ein Stück. Komm. Da war mein Finger schon im Abzug dran. So, jetzt könnte man natürlich auch hinten lang fahren, aber da erwarten die wahrscheinlich, dass wir da lang fahren. Deswegen fahren wir jetzt hier innen lang. Außer mal wieder genug Mates, die hinten lang fahren, das passt schon. Ob das Sinn macht, ich weiß es nicht. Sehen wir gleich. Im schlimmsten Fall sterben wir. Belastend. Ja, aber damit habe ich gerechnet, dass die da auf dem Berg noch in unsere Richtung zielen. Das ist ja gar kein Problem. Danke. Ja. Okay. 14 TP sollten wir schaffen. Hm, das war zu hoch. Da habe ich in der Höhe ein bisschen anders eingeschätzt.
da hat er sich nicht ganz rausgetraut, hat er gebaitet. Zack. Ah, der ging in den Boden rein. Optimal. Das höre ich gerne. Guckst du da raus oder nicht? Ja, du guckst ein bisschen, oder? Schön. Ey, lass es sein. Hallo, Honi. Ja, ist egal. Cool, aber wir sind trotzdem auch bei ihm bei dem Frontblech durchgekommen. Das ist angenehm. Also rein schadenstechnisch für einen Fünfer finde ich ihn gut. Bin ich ehrlich. So mit 100, 120 ist man noch ganz gut dabei eigentlich. Bei der Nachhaltigkeit meine ich auch vor allem. Gefällt mir. Ja, ich denke mal, mit 3 Runden sind wir da wirklich gut dabei. Weil es kommen ja heute alle Folgen zu allen Panzern online, also alle 6 Stück auf einmal. Und ich nehme die ja einen Tag vorher auf. Bei 6 Panzern sind wir dann bei 18 Runden. Plus Vorbereitungszeit sind wir dann da, wie bei der 100. Folge, bei ungefähr 2 bis 3 Stunden. Beim Rendern wird das dann wahrscheinlich ungefähr so ungefähr 5 bis 6 Stunden sein. Plus Hochladen, was jetzt nicht bei der Auswertung jetzt nicht allzu lange dauern sollte. Da gehe ich mal von so einer Stunde, vielleicht 2 aus. Plus dann nochmal die Verarbeitungszeit von YouTube, die auch ungefähr so lange dauert wie die Renderzeit. Oder ein bisschen länger meistens. Das heißt, also ich gehe mal davon aus, wenn ich die wahrscheinlich heute alle um irgendwie frühestens, weil ich nehme jetzt um 20 Uhr auf. Das heißt, frühestens fertig bin ich hiermit um knapp 1 Uhr, sag ich mal, mit komplett allem Remoxen und so. Wenn das dann alles am Rendern ist und das mit dem Dings fertig ist, gehe ich mir davon aus, werden die Sachen wahrscheinlich so morgens um 7 bis 9 irgendwann alle komplett fertig gerendert sein. Dann hochladen. Boah, ich hoffe, die sind dann richtig verarbeitet. Das Doofe ist halt, YouTube braucht immer sehr lange, um die Sachen auf 4K zu dingsen. Das ist schwierig. Oh, cool. Danke. Oh, cool. Oh, cool. Oh, cool. Oh, cool. Oh, cool. Oh, nice. Danke. Nett. Nee, aber ansonsten... Also ich hoffe einfach, ja, ganz ehrlich, ich hoffe einfach, dass es passt. Ansonsten habt ihr jetzt ein Problem und seht die Dinge halt in einer kleinen Qualität, da kann ich dann auch nichts dran ändern. Dumm gelaufen, bin ich ehrlich. Das Problem ist halt immer, YouTube braucht sehr lange, um die Sachen halt auf 4K zu verarbeiten. Nur verarbeitet YouTube nicht jede Qualitätsstufe einzeln, die ihr unten rechts auswählen könnt, sondern in 2 Stufen. Einmal in SD und einmal in HD. Alter, sind hier viele Honis drin. Alter, 9 Panzer. Ho. Nie. So. Mein Gott, ist das dumm. Egal. Auf jeden Fall. Wenn ihr halt SD gemacht habt, dann habt ihr das Video in 480p und alles da drüber ist in HD. Und das dauert dann halt, egal ob 720p, egal ob 1080p, egal ob 2K, 4K, ist egal welche Qualitätsstufe, das ist alles in einem mit drin. Und bis das nicht komplett abgeschlossen ist, also auch bis 4K nicht fertig ist, gibt es für dieses Video kein 1080p. Ist ein bisschen schwierig, aber ich hoffe, es passt alles zeitlich. Alternative, die ich mir auch überlegt hatte, war, ich mache halt jeden Tag eine Folge. Fand ich aber beim neuen Update dann irgendwie auch zu langsam, wenn ich ehrlich bin. Dann hätte ich das natürlich alles deutlich entspannter gehabt, dann hätten wir das, hätte ich sogar heute noch hochladen können, das wäre easy gewesen, wenn ich nur eine gemacht hätte. Aber finde ich irgendwie doof. Ich finde das in einem Tag so, alle 9 Panzer, der gleichen Reihe, ist schon eine coole Sache. So, wir fahren hier nach ganz rechts und zielen so ein bisschen über den Berg hinweg, würde ich sagen. Haben hier ein bisschen Rückendeckung von der LEFH. Die Frage ist, stelle ich mich hier in den Busch rein, versuche darüber zu zielen, so auf deren Berghöhe? Oh, das ist eine dumme Idee, ich sollte doch lieber rechts in die Stadt ein bisschen mehr reinfahren. Was sehe ich denn hier eigentlich jetzt gerade alles? Ich bin gerade noch ein bisschen
Ah, geht so, ne? Ich kann die halt durchpushen sehen ein bisschen. Aber auch nur so auf dem Berg. Ist eigentlich jetzt nicht so das Wahre. Nur sind mir halt zu wenig Panzer an der Front, als ich dann nach vorne fahren möchte. Ah, ich hätte nicht schießen sollen. Das war okay. Oh, der hat einen kleinen Kratzer gekriegt. Ich fahre mal ein Stück weiter nach vorne. Wir trauen uns ein bisschen nach vorne. Im Notfall fahren wir wieder weg. Und ich glaube, den VK können wir ganz gut treffen, wenn wir ein bisschen vorfahren, weil der hier an der Ecke steht. Das habe ich irgendwie erwartet, aber das ist auch kein Problem. Da können wir mit leben. Ist ja nur einer bis jetzt. Egal wie, der ist gestorben. Hat sich jetzt schon gelohnt. Aber jetzt sieht uns auf jeden Fall die Artillerie. Da müssen wir uns dann doch wieder ein bisschen verpissen. Deswegen hauen wir ganz rein hier. Aber zumindest hat die Front hier ein Medium weniger. Kurz einen kleinen Stellungswechsel, ne? Ich mach mal ganz aus diesem Karren hier weg. Jetzt sehe ich wenigstens was. Macht Sinn, hier jetzt stehen zu bleiben. Weil hier hätte ich zwar diesen kleinen Weg hier im Blick, aber stehen ja alle da rechts. Ah, es reicht mir aber. Ich hätte doch hier runter zielen sollen. Ich war noch überlegen, zu lange überlegen. Ja, ich mache insgesamt mehr Schaden als du, glaube ich. Aber ich habe nur noch einen Schuss aus. Das ist alles ein bisschen schwierig. Ah, ich hätte mich vielleicht doch da in den Busch stellen sollen. Ach, ich weiß es nicht. Ist immer super schwierig einzuschätzen, finde ich, wo die beste Position ist mit einem Jagdpanzer an der Front. Weil ich will auch ein bisschen aggressiv stehen. Ich habe auch nichts dagegen, wenn wir die Front bilden. Aber dafür ist die Panzer gefühlt ein bisschen zu schwach bei dem Panzer. Wenn sogar der VK so einfach bei mir durchkommt, weiß es nichts Gutes. Ja, hier stehe ich eigentlich richtig beschissen. Naja. Nee, ist eigentlich ein Kackort, wo ich gerade stehe. Bin ich ehrlich, hier bin ich sofort tot. Wir fahren noch ein Stück zurück. Aber halten wir für uns schon mal fest, die Panzerung von Honi ist nicht so hoch. Die ist eher niedrig, ne? Nicht hoch, sondern niedrig. Honi. Oh Mann. Ach, geil. Hat nicht gereicht. Ich dachte, ich kann durchs Gebäude durchschießen und ihn dann trotzdem treffen, aber nee, nee. Die Kugel ist weg, sobald es das Gebäude berührt. Wenn wir noch einen Hit machen, haben wir zumindest so viel Schaden gemacht, wie wir Leben haben. Damit wäre ich auch schon zufrieden, ehrlich gesagt. So, die Position hier ist wahrscheinlich richtig grauenhaft, weil uns der KV-1 easy finishen kann. Das ärgert mich, nicht gerne gehittet. Aber ich wollte gerade noch zu Ende führen. Meine Hoffnung ist, dass er uns gar nicht erst beachtet, sondern halt nur Schüsse einsteckt. Weil die uns halt gerade die Seite und den Rücken zeigen. Genauso wie der KV-1 hier. Wenn er sich jetzt ein bisschen zurückgedrängt fühlt, dann können wir dem gut in sein Türmchen reinschießen. Auch wenn die Su gerade da lang fährt, weiß ich, stelle ich mich trotzdem hier hin, weil der gerade nicht guckt. Und nutzen wir es noch einen Schuss mit reinzusetzen. Okay, der ist auch tot. Ey, wir überleben die Runde vielleicht sogar noch. Außer die Stuck gibt mir jetzt noch einen mit. Ist wahrscheinlich eh so, weil ich jetzt gecallt habe, kommt jetzt die Stuck wahrscheinlich um die Ecke. Mach mal bitte nicht, Kumpel. Der wird hier rechts irgendwo drin stehen. Da ist er. Oh, geil. Danke, Schuss. Vielen Dank. Wahnsinn.
Naja, gut, passt auch. Mehr Schaden als unsere Lebenspunkte gemacht, das ist okay. Haben wir es durch die Stellungswechsel ja doch noch überlebt? Feine Runde. Und der Medium ist wegen uns gestorben wahrscheinlich. Sehr gut. Ach, schön. 4 Siege in Folge, Gratulation. Ja, ja. Gratulier dir selber, das ist toll. Frohes Einkaufen. Ich finde es auch gut, dass das Spiel eine Belohnung gibt, mehr Geld auszugeben. 20% auf Rabatte. Was sind denn die Artikel, die man kriegen kann? Ein FV201A45. Aha, danke. Premium-Tage. Ja, genau, perfekt. Und ansonsten nur die ganzen Standardpanzer, die man halt alle kennt. Ja, das ist ja ein Wahnsinnsangebot. Ich danke dir, dass du mir so eine Grütze dahingestellt hast. Ja, lohnt sich gar nicht, ne? Das ist nochmal so ein schönes Nachtreten. Du hast zwar jetzt einen Erfolg gehabt, aber kriegst dafür nur Scheiße. Danke. So, und ab in die dritte Runde. Aber rein vom Spielen her, finde ich, macht er ganz schön Laune. Perlenfluss. Okay. Also die Mitte fahre ich nicht lang, da war zu wenig Panzerung für. Deswegen will ich auch das hier oben rechts, den ganzen Bergpass da quasi weglassen. Weil da sind wir zu nah an der Front dran. Ich glaube, da würden uns die Heavys zu viel Schaden machen. Weil gefühlt halten wir nichts aus. Deswegen würde ich lieber nach links fahren. Dann gehen wir erstmal auf den Hügel hier drauf. Und sollte die Sichtweite nicht ausreichen, gehen wir nach ganz hier oben, glaube ich, ins Tal. Eine richtig coole Position wäre natürlich das hier oben drin, ne? Bin ich ja ehrlich. Da wo die Lights immer hinfahren. Weil ich glaube, dafür sind wir zu langsam. Ja. 7 Honis in der Runde, ey. Und die anderen fahren wo lang? Mir hinterher. Immer Auge auf die Straße, ne? Mhm. Wo fahren die anderen hin? Also der eine andere? Achso, der ist ja hinten. Okay. Der chillt sein Leben ab. Okay. Aber bei mit 40 sind wir schneller als der P43 Biss, ne? Ah, ne, ist nur der normale P43, nicht der Biss. Trotzdem ist es eher. Der Vergleich ist gut. Medium gegen TD. Wir sind schneller. Fühlt sich gut an. Weißt du was? Wir sind zu dritt. Wenn wir zu dritt vorfahren, könnte unser Damage gut genug sein, dass es sich lohnt, an die Front zu fahren. Also wenn ihr mitkommt, Jungs, das meine ich ernst, dann machen wir jeden Gegner One-Shot. Also wenn jeder von uns einmal schön trifft. Ich hätte natürlich jetzt auch die Option, huch, das würde ich nicht machen, auch die Option, mich dahin zu stellen, zu warten. Aber wie gesagt, wir sind hier allein durch die Honi-Panzer eigentlich 3 Stück gewesen, aber so sind wir auch zu dritt. Da müssten wir genug Schaden verursachen können. Dass sich das alles nicht gelohnt hat. Scheiße. Mein Gedanke war halt einfach, dass wir schadenstechnisch dann genug austeilen können, dass jeder Panzer, der vorrollt, wir den sofort one-shotten können. Dass sich dann der ELC bis hier oben steht, ist natürlich ein bisschen belastend. Weil den habe ich zumindest genau hier oben in der... Huch, nein, ich habe minimiert. Oh. Den habe ich mich oben in der Mitte erwartet, wo der Chinu ist. Ja, der ist natürlich dann jetzt richtig scheiße am Stehen da. Ja, das ist natürlich jetzt ein bisschen belastend. Ich dachte mich eigentlich so, ey, komm, wir sind ja Jagdpanzer. Die gegnerischen Jagdpanzer werden safe da hinten in ihrem komischen Gebilde da abgammeln. Dann können wir jeden Medium, der hier vorfährt, so wie der 25 TP, mit unseren Schüssen sofort wegsnipen. Das war meine Grundidee. Leider war die Grundidee aber nicht ganz so prickelnd. Scheiße. Das tut mir auch ein bisschen leid jetzt für den, bin ich ehrlich. Ich will gerade überlegen, ob ich zurückfahre oder runterfahre. Wir gucken mal hier um die Ecke. Halli, hallo. Wo willst du denn hin? Sehr schön. Danke dafür.
Ja, die LEFA ist halt die unfairste Artillerie, die es im Spiel gibt, ne? Das ist immer wieder so ein Punkt. Machst du nichts. Das ist die Spam-Artillerie. Ich bin mal gespannt, ob wenn ich die habe, die tatsächlich so krass ist, wie sie wirkt, weil die wirkt halt echt heftig mit ihren 2 Sekunden nach der Zeit. Oder es eigentlich voller Trash ist. Aber bin mal gespannt, ob der nochmal irgendwann zu kaufen ist. Ich kann ihn so nicht treffen, aber ich will auch nicht vorfahren, wegen der LEFA. Guck mal, wie schnell die schießt und immer so richtig schön viel Schaden macht. So ein kranker Panzer, ne? Ich sag's euch. Das könnte dumm sein. Ne, jetzt schieße ich hier richtig scheiße. Das war dumm. Ich wollte eigentlich jetzt vorfahren und zum nächsten Stein gehen. Ich wusste nicht, dass er mich dann sehen kann. Naja. Ich dachte, sein Stein ist noch ein bisschen weiter nach rechts. Aber ist nicht so schlimm, ist nicht so schlimm. Haben wir noch einen Kill geholt. Alles cool. Hat noch funktioniert. Die Idee ist halt dann nach hinten losgegangen. Aber hey, passiert. Lieber steckt die Idee viel, als dass ich einfach gar keine Idee hätte. Na, bin ich ehrlich. Ach nein, jetzt sag mich, der Bug ist immer noch da. Och, Leute. Echt jetzt? Den Bug gibt's immer noch. Es gibt so einen schönen Bug, für die es nicht kennen. Da habe ich auch eine Folge zu gemacht. Die kommt allerdings erst mit diesem Bug am 10.05. Panzer, die du gerade gefahren hast, sind nachdem du die gefahren hast, aus der Garage weg. Das hat ja schon vor ein paar Folgen angefangen. Aber der Panzer, wenn ich den jetzt hier gefahren bin, danach ist er weg. Der ist in der Liste nicht mehr aufzufinden. Der verschwindet einfach. Bis du das Spiel neu gestartet hast. Das ist so dumm, dieser Bug. Naja, egal. Das auf jeden Fall zum Honi 3. Meine Bewertung für den? Von 10 würde ich ihm, glaube ich, so eine für seine Stufe eine 7 von 10 geben. Macht Spaß zu fahren, Geschwindigkeit ist in Ordnung, Nachladezeit ist optimal, Schaden finde ich gut, Durchschlagskraft war auch sehr, sehr entspannt. Nur seine Panzerung ist halt ein bisschen kritisch, finde ich, die ist halt gefühlt nicht da gewesen. Ich sehe es auch hier, 50-25 ist jetzt nicht so das Krasse. Da werden wir wahrscheinlich eh von allen einfach weggesnackt. Deswegen sollten wir eigentlich eher so als Scharfschütze hinten stehen. Was ja schon wieder ein bisschen anders ist, als wie ich mit der Stuck spiele. Deswegen habe ich das ein bisschen falsch eingeschätzt. Aber ansonsten finde ich den entspannt. Der hat Spaß gemacht. Beim nächsten Mal geht es dann um den Giro. Und wenn ich sage nächstes Mal, meine ich übrigens in knapp 8 Minuten für euch ungefähr. Dann haben wir 15 Uhr und dann kommt dieser Panzer hier als Folge online. Also bis gleich.